Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Wir lesen in der Bibel. Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hallo, hier spricht Magdalena Grönig aus Grünstadt. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das haben wir gerade wieder gefeiert. Das ist unser Glauben. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben. Wie diese Nachricht unter die Menschen kam, ist eine interessante Geschichte. Es ist eine Frau, die das leere Grab findet. Sie denkt zunächst, was wohl jeder von uns auch gedacht hätte, nämlich, dass der Leichnam Jesu entfernt und irgendwo anders hingebracht wurde. Sie ruft zunächst die Jünger zu Hilfe, denen beim Anblick der Binden und des Schweißtuches klar wird, was Jesus meinte, als er davon sprach, dass er von den Toten auferstehen würde. Sie laufen aufgeregt zu den anderen, aber so recht trauen sie ihrer Erkenntnis wohl nicht, denn aus Furcht vor Verfolgung verstecken sie sich. Maria Magdalena bleibt am leeren Grab zurück und beweint ihren Verlust. Da gibt Jesus sich ihr zu erkennen. Als sie den Jüngern von dieser Begegnung erzählt, war das sicher eine seltsame Situation. Bestimmt waren einige unter ihnen, die dachten, diese Frau hätte den Verstand verloren und sich die Begegnung eingebildet. Zumindest bei einem ist es so, bei Thomas. Er hält das für, wie dies seit einigen Jahren genannt wird, Fake News. Er will Beweise. Er will Jesus berühren, seine Hand in die Wunden legen. Als Jesus erscheint, darf ihn Thomas berühren. Und er glaubt. Wäre es für uns nicht auch einfacher zu glauben, wenn wir einen handfesten Beweis für die Auferstehung Jesu hätten? So einfach wird es uns nicht gemacht. Jesus zeigt sich uns nicht, wie er es bei den Jüngern getan hat. Uns ergeht es wie den Emmaus-Jüngern, die er begleitet und die ihn erst erkennen, als er das Brot bricht. Auch mit uns geht Jesus mit, gerade auch in schweren, leidvollen Zeiten. Er begegnet uns in anderen Menschen, gerade in denen, die unsere Hilfe brauchen. Und ermutet uns zu glauben, ohne ihn als den Gekreuzigten zu sehen. Wir wollen beten. Jesus, du forderst Maria Magdalena auf, zu den anderen zu gehen. Zusammen werden sie dich sehen und dich erkennen als den Auferstandenen. Ich glaube, es ist auch heute so. Du bist uns nahe, wo wir unseren Mitmenschen nahe sind. Du gibst dich da zu erkennen, wo wir sie als unsere Nächsten erkennen. Jesus, ich will mich aufmachen zu meinen Brüdern und Schwestern, so wie du gesagt hast, und dich suchen als Lebendigen. Amen. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.